Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder eine weitere Loadout-Challenge hier bei Star Wars Battlefront. Diesmal die Neujahr-Loadout-Challenge. Wir haben dabei dafür Sperrfeuer, explosiver Schuss, Blendgranate, Leibwächter und das neue Bow-Rifle. Wir spielen Abwurfzone, denn irgendwie fand ich, das war passend, denn der Modus war jetzt nicht vorgegeben. Irgendwie ist es hier so eine Art umgekehrtes Silvester. Raketen kommen von unten nach oben. Ne, von oben nach unten. Ja, so ist richtig. Oh, die Kapsel haben wir schon fast. Coole Sache. Ansonsten natürlich hier alles irgendwo ans Neujahr und Silvester so ein bisschen angelehnt. Stand auch in dem Kommentar. Fand ich richtig cool, richtig kreativ irgendwo. Richtig geil. Also, na gut, explosiver Schuss dürfte sich halt selbst erklären, genauso wie Sperrfeuer. Blendgranate auch, ne? Und ansonsten Bow-Rifle auch hier mit ihrem schönen Lichtern im Nahkampf. Ansonsten haben wir natürlich nicht nur diese tolle kreative Idee, sondern auch so ein bisschen Aufgaben, die wir erledigen müssen. Dazu gleich mehr. Warte mal, ich muss mir mal immer ein bisschen rüber gucken. Jetzt haben wir schon eine Kapsel. Coole Sache. So, wir müssen 5 Nahkampfkills machen mit dem Bow-Rifle hier. Zack. Damit wir die Gegner zum Leuchten bringen hier. Die Gegner anstecken. Und dann brauchen wir 5 Leute, die wir blenden mit der Blendgranate. Das dürfte relativ easy sein mit dem Blenden. Das mit dem Nahkampf, na, da habe ich noch ein paar Bedenken. Ja. Ja, obwohl. Nein, ich hätte ihn nicht erschießen sollen. Warum habe ich das gemacht? Dann die Stufe, das Merkmal auf Stufe 3 kriegen. Das wird richtig schwer, glaube ich. Und 2 Sperrfeuerkills. Das könnte auch nochmal schwierig werden. Wir gucken aber mal. Das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie lange wir die Runde spielen. Und ich hoffe mal, wir gewinnen nicht sofort. Das wäre echt blöd. Ich hoffe hier auf eine super lange Runde, weil die Aufgaben, die dauern ihre Weile. Gerade hier mit dem Nahkampf. Ich finde das ziemlich schwierig, wenn man nicht irgendwie was hat, was einem so ein bisschen Sustain gibt oder ein bisschen Leben gibt, ein bisschen ja, die Nähe zu den Gegnern vermindert. Sowas wie Fluchtkünstler, Sprungpack, sowas fehlt da so ein bisschen, finde ich. Sind hier die Gegner voll? Ja, doch, doch. Die Gegner sind voll, so wie ich an Silvester. Nee, Spaß. Obwohl, ja gut, es war kein Spaß an sich. An sich war es so, aber naja, das ist wieder eine andere Sache. Wohl, darüber kann man auch mal reden. Was habe ich so Silvester getrieben? Was geht da so? Was ist Silvester so für ein Tag? Au. Und da muss man gleich sagen, Silvester ändert sich komplett, wenn man irgendwie in dieses Alter kommt, wo man dann so ein bisschen, ja, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal feiern möchte. Und dann wahrscheinlich nochmal, wenn man eine Familie gründet und so weiter, dann ändert sich es wahrscheinlich noch einmal komplett. Denn so als Kind ist es halt wirklich eigentlich nur so, ja, man isst was Schönes, ne? Hat dann irgendwie so einen schönen Abend mit der Familie und macht dann, also wir haben früher immer so Gesellschaftsspiele gespielt. Oh, jetzt Nahkampf. Jawohl, endlich mal einen. Und hat dann so Gesellschaftsspiele gespielt, von wegen, hier, Mensch, ärgere dich nicht, was weiß ich nicht, Monopoly. Ihr wisst ja alles, was ich meine, ne, denke ich mal. Ich reiß euch alle mit. Oder auch nicht, oder auch gar keinen. Immerhin, ein glorreicher Abgang. So, das war der dritte. Shit, shit, shit. Habe ich den nicht? Ich habe nicht mal Punkte bekommen, um den zu blenden, ne? Das hat nicht mal gezählt. Keine Blendung bisher. 3 Nahkampfkills immerhin. Und das Ganze ändert sich dann halt irgendwie, wenn man dann, ja sagen wir mal, so 17, 18, 19, 20 wird. Und dann, ja, ne, so ein bisschen, ich sag ja halt wirklich, so ein bisschen in diese Feierlaune kommt. Denn dann merkt man auch so, Silvester ist irgendwie so der Tag, wo man ganz bestimmte Getränke genießen tut. Was für ein Satz. Bestes Deutsch überhaupt. Und das mache ich auch halt immer noch, ne? Ist halt irgendwie auch so der Tag, da will jeder. Da will jeder feiern, da will jeder, ich sag's jetzt selber, Alkohol trinken. Warum auch immer, das hat sich irgendwie einfach so eingebürgert. Das ist einfach so gesellschaftlich anerkannt, sage ich jetzt einfach mal. Komisch irgendwo das Phänomen, aber ist halt so. Und das macht es natürlich zu einem, für mich, zu einem der coolsten Tage überhaupt. Ich weiß es gar nicht, wurde gesagt, ich soll den mit Explosive Shot töten? Ich glaube nicht, ne? Ich habe gar keine Zeit hier. Wir gewinnen einfach zu gut. Das ist scheiße so. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich komme nicht hinterher. Ich habe auch erst einen geblendet. 2 geblendet. Merkmal Stufe 2. Das reicht nur leider nicht. Wir kriegen jetzt die nächste Kapsel, dann war es das schon. Kann doch nicht sein. Wo hat denn der geworfen? Von wo? Ah, da ist er. Ja, ein Sperrfeuerkill. Ich bräuchte 2. Ich werde es nicht hinkriegen, so. Wenn wir jetzt die Kapsel direkt kriegen, dann ist es vorbei. Leute, dann ist es vorbei. Was soll ich sagen? Oh, das waren 2 Blendungen. Das heißt, ich habe schon 4. Scheiße. Sehr gut. Merkmal Stufe 3 haben wir auch. Okay, jetzt kann es echt nochmal knapp werden. Ich brauche noch eine Blendung und einen Sperrfeuerkill. Meine Güte, das ist ja eine schnelle Runde. Und ich muss sagen, dieses Silvester war richtig cool wieder mal.
Kann leider nicht das vom letzten Mal toppen, aber das war mir von vornherein klar. Und jetzt werden alle fragen, was meint er damit? Letztes Jahr war einmal irgendwie so das Silvester überhaupt, fand ich. Beste, was ich hier hatte. Warum auch immer, das wird mein Geheimnis bleiben. Könnt ihr eure Spekulationen gerne schreiben, aber die werden höchstwahrscheinlich nicht stimmen, denn so krasse Ansprüche, wie ihr dann wieder denkt, habe ich dann auch nicht gehabt. Und das sieht gut aus hier, die kriegen die Kapsel. Ich muss unbedingt noch welche blenden, habe ich das schon? So, das wird jetzt das Blenden gewesen sein, ja. Gegner geblendet, das heißt, das haben wir auch erledigt, jetzt nur noch der Sperrfeuer-Kill. Und der ist jetzt wichtig, scheiße, und jetzt haben die hier keine Gegner mehr. Wir haben vielleicht noch ein Sperrfeuer raushauen, das war's dann, der muss sitzen. Der muss jetzt sitzen. Im Notfall mache ich Selbstmord damit. Ach kommt, wo sind die denn? Gegner, hallo? Bitte, da ist einer. Die Rebellen sind in der Überzahl. Nein, 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 komm, komm, komm. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh, die Kapsel war eigentlich schon erobert. Na gut, über Silvester konnte ich jetzt nicht gerade viel reden. Aber ich fand's auf jeden Fall super cool. Richtig geile Idee. Tut mir leid, dass die Folge jetzt so unglaublich kurz war. Aber warum haben wir denn auch so dominiert? Ich habe keine Ahnung. Naja, ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ihr so an Silvester tut. Auf jeden Fall, dieser Switch ist da, finde ich. Von wegen, ne, unter 18, unter 17, unter 19, sowas im Dreh. Dann switcht es rum, dann ist das halt so ein bisschen mehr Feiern, Alkohol, bla bla bla. Party. Und ja, dann, ich gehe mal davon aus, wenn man Familie selber hat, dann switcht es wieder zu diesem Ersteren hin. Bloß, dass man dann halt in der Elternrolle ist. Aber na gut. Das war's mit der Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fand die Idee richtig, richtig, richtig cool. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich ciao.